Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich mal eine leckere Pasta machen, eine Pasta mit einer hellen Zitronensoße und Lachswürfeln. Ich habe mir dafür heute ein schönes Stückchen Lachs geholt, das sind hier etwa 300 Gramm. Ein bisschen Dill, den brauche ich nachher noch zum Bestreuen. Dann habe ich hier hinten eine Zitrone, da brauche ich zum einen etwas Saft, zum anderen auch den Abrieb der Schale. Dann 4 Eier, davon brauche ich nur das Eigelb. Dann 125 Gramm Butter. Die habe ich mir ein bisschen in Würfel geschnitten, die kommt jetzt gleich nochmal in den Tiefkühler, beziehungsweise sollte dann richtig kalt sein, wenn sie verarbeitet wird. Dann habe ich hier etwas Salz, ich nehme hier so ein schönes, grobes, portugiesisches Meersalz, das nehme ich zum Kochen für die Pasta. Und dann habe ich hier noch etwas Zucker und ein wenig Wein, Weißwein und nicht zuletzt auch die Pasta. Als erstes setze ich dann mal das Wasser für die Pasta auf. Das dauert jetzt ein Weilchen, bis es kocht. Und in der Zwischenzeit werde ich mir den Lachs in kleine Teilchen schneiden und die Eier trennen. Das Wasser kocht jetzt, dann kann auch das Salz erstmal rein. Ja, da sollte man wirklich ruhig ein gutes Salz nehmen. Die Nudel, die saugt das Salz ja auf. Und da merkt man dann schon noch einen Unterschied, ob das so ein Billigsalz war oder ob es ein gutes Meersalz mit Aroma ist. Jetzt gebe ich die Nudeln dazu. Ja, das sind hier auch solche flachen Nudeln. Und die sehen ganz lustig aus, so als wenn sie wirklich auf der Leine getrocknet wurden. Ich nehme heute hier mal nicht alles, das sind 500 Gramm. Ich nehme jetzt mal hier so rund 400 Gramm. Ja, die gebe ich jetzt schön ins heiße Wasser. Ich werde jetzt schon mal das Töpfchen nach hinten stellen. Dann kann ich hier vorne mit der Soße schon mal anfangen. Da gebe ich jetzt als erstes mal den Wein rein. Das sind jetzt hier so 4 Esslöffel. Dann einen Esslöffel Zitrone. Dann den Zucker, das ist auch ein Esslöffel, den Abrieb von einer Zitrone und die 4 Eigelb. Und das Ganze jetzt alles schön miteinander vermischen. Ich stelle das jetzt auf kleine Flamme, immer schön rühren. Das sollte dann irgendwann so schön cremig werden. Ja, und dann stelle ich auch schon mal aus. Das kriegt nachher so eine Konsistenz, so ein bisschen wie eine Puddingmasse. Und jetzt gebe ich von der Butter dazu. Immer so ein paar Stückchen. Und die rühre ich dann schön unter. Immer wieder ein Stückchen dazugeben. Ich mache das meistens so in 2-3 Portionen, dass ich das dazu gebe. Und wieder rühren. Und die letzte Portion Butter dazu. So, ich stelle jetzt erstmal wieder ein bisschen auf kleine Flamme. Das sollte jetzt aber auf keinen Fall wieder anfangen zu kochen. Ja, sobald das so ein bisschen anfängt zu blubbern, sofort ausstellen. Und dann gebe ich hier auch jetzt den Dill schon mal damit bei. Nicht alles, ich lasse ein bisschen übrig zum Bestreuen. Ich habe den relativ fein geschnitten. So, und jetzt gebe ich noch 2 Esslöffel vom Spaghettiwasser mit dazu. Und können auch 3 sein. Und dann stelle ich das erstmal beiseite und dann beginne ich mit dem Lachs. Dafür mache ich dann auch noch mal so ein bisschen Butter in der Pfanne warm. Und dann gebe ich in die heiße Butter den Lachs. Ja, den einmal so ein bisschen verteilen, dass auch alle Stücke einzeln liegen. Zwischendurch dann einfach mal so ein bisschen durchschwenken. Ich gebe dann jetzt noch so ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer noch mit dazu. Ja, das braucht auch nicht lange drin sein. Das soll nur einmal so ein bisschen anziehen und dann stelle ich schon beiseite. So, die Pasta ist jetzt fertig. Ich habe sie abgegossen. Jetzt gebe ich hier
den Lachs und das bisschen Butter, was hier ist, mit zu. Mische das dann einmal schön durch. Und das kann dann noch ein Momentchen so ziehen. In der Zwischenzeit werde ich mir schon mal den Teller vorbereiten. So, dann werde ich mir das mal anrichten. Der Teller steht schon. Ich mache das dann immer mit so einer langen Fleischgabel hier. Räume mir dann so die Nudeln etwas auf. Uiuiui. Naja, gut, das war mehr gewollt als gekonnt. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich nehme mir heute mal so als Maß zwei solche Portionen. Jetzt muss natürlich noch ein bisschen was von dem Lachs dazu. So, und dann kann auch die Soße rübergegeben werden. Ja, ich stelle dann immer noch ein bisschen Pfeffer und Salz zur Seite, dass man dann eventuell noch mal ein bisschen nachwürzen kann. So, jetzt gebe ich hier noch ein bisschen was vom Dill mit dazu. Und hier oben noch ein bisschen drauf. Und so werde ich das dann heute servieren. Ist eigentlich eine relativ einfache Sache, schmeckt mal ein bisschen anders. Ich wünsche wie immer einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!